Die American Express Gold Card bietet dir ein Startguthaben von momentan 144 Euro an und Top-Reiseversicherung. In diesem Video zeige ich dir, was du machen musst, um an das Startguthaben zu gelangen, und ich zeige dir, welche Versicherung die Karte hat und ob die sich lohnen. Die American Express hat es geschafft, eine Premium-Marke aufzubauen, sodass viele Prominente und Reiche die American Express gerne benutzen, welche auch einfach nur Amex genannt wird. So hat auch Lu Shen, der seine Karriere als Taxifahrer angefangen hat, seine Porzellantasse aus der Ming-Dynastie für schlappe 36 Millionen Dollar ersteigert und mit der American Express bezahlt. Dass die Karte so beliebt ist, liegt sicherlich auch daran, dass die Amex ein interessantes Kundentreueprogramm hat, welches das Einkaufen belohnt, indem man beim Bezahlen mit der Amex Punkte sammelt, die man zum Beispiel für Business-Class-Flüge oder für Preisnachlässe bei Amazon einlösen kann. Denn die Amex ist als eine Karte für den täglichen Einkauf gedacht. Was du für deine Punkte bekommen kannst, ist so umfangreich, dass ich es dir unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Um dein Startguthaben von 144 Euro zu bekommen, musst du im Wesentlichen nur innerhalb der ersten 6 Monate mit deiner Karte für mindestens 3.000 Euro einkaufen. Das macht pro Monat 500 Euro. Ich denke, dass eine Familie das schon beim Einkaufen im Lidl oder Aldi pro Monat ausgibt. Also ist die erste Hürde nicht so groß. Und du darfst die Karte nicht im ersten Jahr kündigen. Das Startguthaben entspricht exakt dem Monatsentgelt von 12 Euro, wenn wir ein Jahr betrachten. Somit ist die American Express Gold Card im ersten Jahr kostenlos, wenn du dein Startguthaben abrufst. Und nach einem Jahr kannst du die Karte kündigen, wenn sie dir nicht gefallen sollte. So ähnlich ist es auch bei der American Express Business Gold Card, denn auch hier entfällt die Jahresgebühr im ersten Jahr. So hast du die Möglichkeit, die Karte kostenlos zu testen, um zu sehen, ob die Zusatzleistungen sich für dich bezahlt machen. Und davon gibt es eine ganze Menge. So bekommst du bei der American Express Gold Card für jeden Euro, den du mit der Karte bezahlst, einen Punkt. Die Punkte kannst du an verschiedenen Stellen einlösen, zum Beispiel gegen einen Gutschein beim Rewe oder beim Bezahlen mit den Punkten zum Beispiel in DM, Rossmann, Aral, Shell, Netflix, Disney Plus, um nur einige zu nennen. Mehr dazu findest du bei mir auf der Infoseite. Und natürlich gibt es jede Menge Versicherungen wie die Verkehrsmittelunfallversicherung. Das ist für öffentliche Verkehrsmittel gedacht, also zum Beispiel, wenn dir etwas in einem Bus passieren sollte. Und es gibt noch den 90-Tage-Schutz für deine Einkäufe beim Einbruch, Diebstahl und Beschädigung. Dabei ist es egal, ob du online oder offline eingekauft hast. Dazu gibt es noch ein verlängertes Umtauschrecht. Dann gibt es noch die Reisekomfortversicherung bei Flugverspätungen, bei Flugannullierungen, bei Flugüberbuchungen, bei verspäteten Anschlussflügen und bei Gepäckverspätungen, was man gut gebrauchen kann. Denn in der Regel musst du dir vor Ort ein paar Anziehsachen kaufen, wenn das Gepäck nachkommt. Und es gibt noch die Auslandskrankenversicherung, den Autoschutzbrief mit Abschleppservice und Rücktransport, Ersatzfahrzeug oder Hotelzimmer und eine Mietwagen-Vollkaskoversicherung. Und natürlich die Reiserücktrittskosten- und Reiseabbruchversicherung. Dazu kommen noch ein Online-Reiseservice, ein Mietwagenprogramm, ein Event- und Ticketservice für die Mercedes-Benz Arena in Berlin und eine Vergünstigung für die Golf Free Card. Ja, wenn schon, denn schon. Alles in allem ein riesiges Paket an Services, Versicherungen und Vergünstigungen. Bei der American Express Business Gold Card sehe ich die Vorteile einerseits in der Schnittstelle zu der Buchhaltung und Steuerberater. Stichpunkt ist hier DATEV. So kannst du einen automatisierten Zugang einrichten und musst dich nicht noch manuell um Abbuchungen kümmern. Und andererseits sehe ich einen Vorteil beim Cashflow. Denn du kannst dein Zahlungsziel auf Wunsch bis zu 50 Tage nach hinten verlegen. Zusammenfassend denke ich, wer die Leistung ausnutzen kann, erlebt bei dieser Karte viele Vorteile, die es nicht bei jeder Kreditkarte gibt. Und dadurch, dass die American Express nicht bei den Hausbanken vertrieben wird, sehe ich sie als eine ideale Ergänzung für Privat und Business. Denn du brauchst dein Girokonto nicht zu wechseln
oder anzupassen, wenn du die Karte bestellst oder kündigst. Zugleich hat die American Express ein exklusiveres Image als vergleichbare Marken. Wenn du noch etwas über die Amex nachlesen willst, findest du meinen Link hier unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.